Weil ich loslege. Ja, ich freue mich mega auf diesen Zoom. Ich habe den Andi so ein bisschen überrumpelt, ja. Der Andi ist, glaube ich, mein coolster Business Bro, den ich habe. Und freue mich übertrieben, dass er heute im Zoom spricht. Und ja, ich stelle mal ganz kurz vor, ne? Andi, du bist ja 26 Jahre alt, habe ich richtig in Erinnerung, ne? Nee, Bist du 25. 25? Ja, Küken. Oh Gott, du bist ein Jahr jünger als ich. Ich muss Oh. langsam PMD werden. Das geht so nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Andi PMD, wie ihr gehört habt. Ich weiß gar nicht, welcher Club bist du? 250 plus. Läuft bei Andi. Also jetzt alle aus meinem Team und aus den anderen Teams und so weiter und auch aus Andis Teams und so weiter, bitte alle mal Stift und Zettel, weil ich habe auch. Und ihr holt euch jetzt bitte alle was zu mitschreiben, ohne Witz, das ist wichtig. Ich gebe euch noch eine Minute. Sorry Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin vorher erst aus Dubai gelandet. 8 Stunden Flug und dort sind überall Klimaanlagen. Das glaubt man gar nicht. Dann hat's mich. Ich war eigentlich 10 Tage dort, aber ich war 10 Tage gefühlt krank. Deswegen verzeiht mir meine Stimme. Okay, ich hoffe, jeder hat was zum Schreiben und würde einfach mal sagen, der Andi legt los mit seiner Story, erzählt uns einfach mal seine Geschichte und wie er so angefangen hat in dem Business und wie er da hingekommen oder in welcher Zeit er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und dann, Andi, haben wir noch so ein, zwei, drei Fragen an dich, die wir ganz gerne stellen würden und ja, so wie immer. Super, super gerne. Also einige sind wahrscheinlich schon dabei, die meine Story gehört haben, aber vielleicht nehmt ihr heute was Neues mit raus. Darum geht es ja immer wieder, sich neue Sachen anzuhören, 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 anzuhören. Und jedes Mal nimmt man immer einen neuen Top-Tipp vielleicht mit raus, den man implizieren kann in sein ganzes Business. Also kurz zu mir nochmal, ich bin Andi, ich bin 25 Jahre alt und ich bin in einer Woche bzw. in 10 Tagen bin ich genau 5 Jahre in dem Geschäft dabei. Und ich hätte damals mir nicht vorstellen können, irgendwie hier 5 Jahre dabei sein zu dürfen. Ich dachte, hey, ich steige hier halt mal ein, ne? Verdiene mal meine 100, 200 € ist cool. Und ja, das wäre es dann, dann steige ich wieder aus. Also ich habe mir echt nicht vorstellen können, dass es sowas Langfristiges wird. Und bevor ich das Ganze kennengelernt habe, ich hole mal kurz aus. Vielleicht kann sich der ein oder andere da auch schon mit mir identifizieren. In der Schule war ich immer so, ja, also die Schule hat mich nie wirklich interessiert gehabt. Der Schwätzer, der Träumer, der Unruhestifter. Ich bin dreimal von der Schule geflogen. Ich bin auf die Hauptschule gekommen. Dann haben mir meine Eltern irgendwann mal einen Obdachlosen auf der Straße gezeigt und haben gesagt, hey, wenn du nicht lernst, dann landest du genau da. Und dann hat der Andi sich relativ gut angestrengt, durfte auf die Realschule gehen, durfte dann aufs Gymnasium gehen. Und dann habe ich gesehen, auf Gymnasium sind voll die Oberstreber. Und dann habe ich mich entschieden, auf der Realschule zu bleiben, so das Mittelfeld. Bin dort auch noch ein, zweimal von der Schule geflogen, bin gewechselt und habe dann meine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Nichts Besonderes. Und da habe ich für mich das erste Mal gemerkt, ich wollte nämlich Abteilungsleiter werden, dass ich nach meiner Ausbildung hatte ich eigentlich so alles drauf und für mich war es persönlich einfach nichts mehr Neues. Es hat sich irgendwann einfach alles wiederholt und da habe ich mir schon so Gedanken gemacht, okay, das jetzt mein ganzes Leben einfach zu machen, ist nicht der Sinn meines Lebens. Ja, so will ich meine Zeit nicht vergeuden. Die Zeit ist mir viel zu kostbar und ich hatte immer schon so irgendwie in meinem Kopf, dass irgendwie was anderes für mich bereitsteht, aber ich hatte nie so dieses passende Vehikel gefunden. Ja, und dann wurde ich eben gefeuert auf der Arbeit, weil ich eben Chef werden wollte, also die Abteilungsleiterposition haben wollte. Meinem Chef hat das nicht gefallen, war dann eben 10 Monate arbeitslos. Das habe ich relativ lange verdrängt gehabt, habe das nie erzählt gehabt, weil es mir eigentlich relativ peinlich war, im Business den Leuten zu erzählen, hey, ich bin Andi, ich bin irgendwie PMD, aber ich war 10 Monate arbeitslos. Mittlerweile finde ich, das eigentlich ist ein geiler Teil meiner Story, dass ich 10 Monate, ja, Hartz IV bekommen habe oder was man eben alles bekommt. Und habe mich dann ja, dazu entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Und parallel habe ich das Geschäft kennengelernt. Und zwar war die Story so: Mein bester Freund, der Dennis, der wurde damals darauf angesprochen, dass irgendwas Neues kommt aus England, Amerika. Es geht um Fitness und Ernährung, aber er wusste nicht genau, um was es geht. Und ich war dann so eifersüchtig, dass er darauf angesprochen wurde und ich nicht, dass ich am selben Tag, wo er den Termin hatte, im Fitnessstudio auch ins Studio gegangen bin und eben um den Dennis und den Timo Bauer, der ominöse Timo Bauer, der da war und dem Dennis das gezeigt hatte, rumtrainiert hatte und so für mich ein paar Wörter aufgeschnappt habe, die für mich keinen Sinn ergeben haben. Und irgendwann bin ich zum Studioleiter gegangen, habe gesagt, hey du, stell mir mal den Timo vor, das hört sich richtig geil an, da geht es irgendwie um Fitnessernährung, irgendwie anderen helfen, ja, über Social Media einfaches Geld zu verdienen und ein passives Einkommen aufzubauen. Dann hat er zu mir gesagt, und er war erst selber eine Woche in dem Geschäft dabei,
nee, das ist nichts für dich, ja. Und das ist so meine erste Lektion für euch vielleicht. Niemals die Entscheidung jemanden vorwegnehmen, ob es was für ihn ist oder nicht. Es kann für den größtmöglichen Spasten, wie ich es damals war, das absolute Beste sein, was um die Ecke kommt. Und für den Super-Influencer, der 100.000, 20.000 Follower hat, kann es überhaupt nichts sein, ja. Weil gerade meistens die Leute, die mit dem Rücken zur Wand stehen, und das sind die meisten, denke ich mal, hier, viele haben vielleicht irgendwie einen Haushalt, haben ein Kind, haben ein ganz großes Warum, die stehen mit dem Rücken zur Wand, sind aber irgendwie, auf die achtet man nicht so, aber es sind genau die Leute, die im Business eben das letzten Endes reißen. Weil ein Influencer, der 200.000 Follower hat, der ins Business einsteigt, da könnt ihr euch noch so sehr freuen, wenn es bei dem mal eine Woche nicht läuft, der hat sofort irgendwie zehn andere Angebote an der Hand, ja, und macht sich nichts Großes aus dem Ganzen hier. Deswegen don't fall in love with the potential, ja, verliebt euch nicht in das Potenzial einer Person, das ist ganz arg wichtig. Ich denke mal, jeder kennt den Satz schon von irgendwie von einem Teampartner oder sonst was, hey, ich habe da jemanden, wenn der einsteigt, dann ist Ende Gelände, ja, dann chill ich auf Hawaii und trinke meinen Mojito. Passiert meistens eben nicht, ja, genau bei den Leuten, wo man es denkt. Bei den Leuten, wo man es nicht denkt, in die sollte man eigentlich gerade die Zeit investieren, weil die wollen, die versuchen, die probieren irgendwie zu machen. Und ich war genauso einer, ja. Meine Top 3 Merkmaleinstellungen eines potenziellen Partners, der richtig durch die Decke gehen kann, ist einfach jemand, der immer in den Zoom-Calls dabei ist, ob es jetzt irgendwie abends ist auf der Arbeit und er sich in der Toilette reinschmuggeln muss, dass er mitmachen kann. Also die Person ist immer präsent, ja, show up ist so das erste Anzeichen. Das zweite Anzeichen ist einfach, die Person lernt selbstständig immer weiter. Vielleicht kennt ihr das auch bei euch im Team, wenn Tanita dann eine Frage bekommt, hey Tanita, was kostet der Shake? Wo ich mir dann denke, Digga, geh doch in dein Virtual Office, hol deinen Taschenrechner raus, da findest du alles. Das sind Leute, die versuchen sich zuerst selber alles beizubringen, die wollen gar nicht fragen, die versuchen selber sich alles anzueignen und erst wenn sie an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich verstehe es hier vielleicht gerade nicht ganz oder es ergibt vielleicht keinen Sinn, dann fragen sie erst. Und genau so ein Mensch war ich. Ich habe immer versucht, wo kriege ich alle Informationen her? Ihr habt alle Teamgruppen zum Beispiel und diese Teamgruppen haben alle eine wunderbare Suchleiste an der Seite. Da kann man Begriff X eingeben und hat meistens sofort 3, 4, 5 verschiedene Lösungen, wo es dann zum Beispiel Thema Social Media geht und dann sind da 3 Videos, die Social Media erklären, ja. Und erst, wenn man das nicht gefunden hat in den Videos, dann schreibt man zum Beispiel Tanita, hey Tanita. Das war so das Zweite, also einfach immer alles aufsaugen wie ein Schwamm, ja. Und das Dritte ist einfach nicht zu viel denken, nicht totdenken. Es gibt die Leute, die brauchen diesen perfekten Plan und die schreiben sich alles auf und da. Habe ich nicht gemacht, ja. Ist cool, wenn man das macht, vielleicht für den einen oder anderen. Ich bin so ein Mensch, ich mache einfach drauf los und gucke, wie die Ergebnisse sind und passe mich dann einfach dem Ergebnis dementsprechend eben an, ja. Das heißt, ich bin dann eben eingestiegen, habe einfach gemacht, habe für mich das Produkt genutzt. Das ist das essentiell Wichtigste überhaupt. Wenn ihr einsteigt, Leute, ihr müsst das Produkt vom Produkt werden, ja. Ihr müsst Product Lover Nummer 1, 2, 3 werden, ja. Dementsprechend habe ich für mich die Shakes geordert, habe meine eigene Erfahrung damit gemacht. Meine Mama war mein erster Kunde, gezwungenermaßen. Mein Beispielsatz ist immer auch für euch vielleicht gut zu merken, hey Mama, hältst du was von mir? Ja, geil. Probier den Shake aus, ja. Fertig, ja. Ich meine, wenn sie was von euch hält, dann probiert sie den Shake aus oder die Kapseln oder sonst was. Und wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich dir das Geld zurück, habe ich damals gesagt gehabt. Aber es hat funktioniert, sie hat 7 Kilo abgenommen und hat mir meine ersten 1, 2, 3 Kunden gebracht gehabt. Und so bin ich im ersten Monat DVH geworden, im zweiten Monat bin ich eben SDVH geworden. Und das Coole ist, ich war eingestiegen und hatte gerade mal meine 100 € DVH-Lizenz bekommen gehabt, verdient gehabt. Und es stand eine riesen Convention an in England, in Birmingham. Und ich damals, ja, wie ich eben faul in der Schule war, nie in Englisch aufgepasst, habe dann angefangen, Englisch zu lernen. Ich habe dann John Hellawarty, kennt ihr vielleicht, der ein oder andere wohnt jetzt in Dubai, seine Videos angeschaut, nicht so viel verstanden, aber ich habe immer auf Pause gedrückt, Google-Übersetzer, übersetzt, aha, verstanden, okay, weiter, play, übersetzt, verstanden, okay, weiter. Und so habe ich mir innerhalb 2, 3 Wochen das, was mir mein Lehrer in 2, 3, 4 Jahren Schule nicht beibringen konnte, weil mich es einfach nicht interessiert hat, selbst beigebracht, weil auf einmal das Interesse da ist, ja, weil ich das Interesse eben gezeigt habe. Und habe für mich entschieden, hey, es ist eine Convention. Ich war arbeitslos, ja, hatte 100 € verdient, die Convention-Ticket, das Ticket hat allein 70, 80 Euro gekostet. Dementsprechend hat mir da ein bisschen Geld gefehlt. Was habe ich gemacht? Meine PlayStation 3, die ich damals hatte, habe ich verkauft gehabt, ja. Dementsprechend, falls irgendwie ein Riesen-Event gerade bei Team Heart oder Team Rebel, wie ihr euch alle gerade nennt, ja, oder bei uns, sorry, Tabuthema, wie ihr euch alle nennt, ist vollkommen egal.
vor Ort steht oder ansteht, schaut, dass ihr da seid. Ja, weil auf Conventions gibt es immer diese ein, zwei Klick-Moments. Auf Conventions werden Lieder geboren und jeder, der hier NMW ist oder höher ist oder allgemein bei Just Plus, der war auf einer Convention oder war auf einem Event und er wird euch zu 100% sagen, hey, dort hat die Veränderung angefangen. Ja, dort hat die Veränderung angefangen und dort hat es Klick gemacht und dann hat man eben sehr vieles umgesetzt und mitgenommen. Dementsprechend, ich bin nach England geflogen, meine PlayStation verkauft gehabt, richtig dieses eine große Bild eben bekommen, weil vor 5 Jahren gab es in Social Media in Deutschland oder allgemein Österreich, Schweiz im Network-Bereich nichts. Das war alles tot. Social Media war relativ neu. Das heißt, wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir hatten keine Tools und keine perfekte Vorlage und Texte und keine Ad-Tools oder was es eben alles heutzutage gibt. Das heißt, wir haben alles falsch gemacht und haben uns erstmal die Finger verbrannt und mussten daran eben lernen. Das Gute ist, wenn ihr jetzt einsteigt und neu dabei seid, ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil die Tools, die sind alle on fleek, ja, die funktionieren alle. Es kann ja nicht sein, dass es bei der einen Person funktioniert, bei der anderen eben nicht. Da muss man einfach schauen, okay, was macht die Person vielleicht anders und das eben anpassen und dann funktioniert es. Dementsprechend, da seid ihr zum richtigen Zeitpunkt eben dabei. Dann war ich in England, habe dieses große Bild eben mitbekommen, habe gesehen, hey, es waren 3000 Leute auf der Convention da und es waren Mitte 20-Jährige da, die haben ihre Tausende von Euro verdient und ab dem Moment, wo ich da war, war es für mich greifbar. Davor war es glaubwürdig, aber danach war es greifbar, auch für mich selber persönlich, ja. Davor habe ich dran geglaubt, dass es vielleicht Menschen schaffen, weil es schaffen Menschen immer irgendwas, was ich nicht selber schaffe, aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, geil, wenn die das können, dann kann ich das auch, ja. Und ich war davor eingestiegen, erst um 200, 300, 400 Euro zu verdienen. Das war so mein Ziel, damit ich nicht mehr das Arbeitslosengeld bekommen muss. Mein Nebenjob hatte ich noch im Fitnessstudio und das war für mich eigentlich so vollkommen ausreichend. Aber wenn man mal die ersten 200, 300 Euro verdient und jede Mami, die hier drin ist oder jeder Kerl oder Mann, der hier drin ist, der weiß, bevor man nicht den ersten Cent von Just Plus aufs Konto bekommen hat, glaubt man absolut an gar nichts, ja. Und erst wenn man das Geld bekommen hat, dann okay, krass, da steckt doch irgendwie was dahinter. Ich habe 2 Stunden, 3 Stunden investiert am Tag und habe jetzt meine 200, 300 Euro bekommen. Ja, da war ich eben eingestiegen, bin STVASC geworden. Und irgendwann gab es dann diesen Moment, wo auf einmal sich Leute, das kennt jeder, abgewandt haben, Freunde, Familie, die gucken einen komisch an, weil man auf einmal nur noch Business, Business, Business redet und nur noch Just Plus, Just Plus, Just Plus, ja, ist vollkommen normal, das muss zu eurem Tunnel werden, ja, das muss euer Sauerstoff, den ihr atmet, der muss eben Business sein, der muss Just Plus sein. Ihr müsst hoch hinaus wollen, dementsprechend müsst ihr da dementsprechend wirklich an Schrauben drehen und alles verändern, damit es eben passt. Und da gab es eben für uns das erste Mal so den Hate, Freunde haben nicht mehr mit mir geredet gehabt, vollkommen okay. An Familie, die hat auch schon, die wollten nichts sagen, ja, aber die waren schon ein bisschen kontra dagegen. Und dann gab es diese I hate Juice Plus Seite, ja. Die haben Bilder von uns genommen, wo wir unvorteilhaft da saßen und man eine kleine Speckfalte gesehen hat oder wir mal feiern waren und irgendwie ein Becks auf dem Tisch stand oder sonst was und haben das ganz groß umrahmt, irgendwie Leuchtpfeile hingemacht und haben das auf dieser Seite repostet gehabt. Und das ging in ganz Bietigheim, wo ich eben gewohnt habe damals, rum und jeder kannte das. Und ich durfte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, um zu trainieren. Ich habe Hausverbot bekommen, weil ich das Plus gemacht habe. Ja, so krass war das dann. So, die Leute, die haben nicht mehr mit mir geredet, ich wurde richtig gemobbt, so in etwa. Und da ist für mich aber Folgendes klar geworden, dass auch selbst wenn man Just Plus googelt, ja, man findet immer was Negatives, was vollkommen klar ist. Leute, wir sind meiner Meinung nach das geilste Unternehmen der Welt. Wir wurden gerade aus dem Silicon Valley teilweise aufgekauft. Falls ihr euch fragt, warum es gerade doppelten STVH-Bonus gibt, doppelten SC-Bonus, ja. Silicon Valley hat über 1 Milliarde Euro in Just Plus investiert. Ja, wir waren der 9th größte Deal letztes Jahr, der eben abgeschlossen wurde. Deswegen gibt es dieses Dubai Incentive 2020, wo das ganze Atlantis Hotel gebucht worden ist. Ja, und das ist das Beste überhaupt, was uns passieren kann. Das heißt, wir sind gerade in einem Zeitalter, wo unsere Prozesse sehr, sehr schnell verbessert werden, was im Background eben abläuft, ja, dass da eben in uns investiert wird aus solchen, ja, aus dem Silicon Valley, sagt schon sehr, sehr viel eben aus drüber. Und diese Seite, die wurde dann irgendwann gesperrt, vollkommen egal. Ich habe für mich einfach erkannt, ob es jetzt Justin Bieber ist oder Mutter Teresa ist, alles, was Erfolg hat, hat auch immer Neid, ja. Wo Licht ist, ist eben Schatten, ganz normal, ja, Yin und Yang. Und jeder, der irgendwie hoch hinaus will im Leben, der muss einfach den Ballast aufgeben oder zurücklassen, der ihn zurückhält. Und ganz ehrlich, wenn Tanita zum Beispiel irgendwie meine Schwester wäre oder sonst was und die würde sagen, hey, ich arbeite jetzt bei Rewe oder ich muss irgendwie putzen gehen, dann würde ich auch nicht sagen, hey Tanita, ich kann nicht mehr mit dir chillen, weil du putzen gehen musst. Ist doch vollkommen normal. Wir machen einen Job wie jeder andere.
meiner Meinung nach machen wir sogar einen besseren Job, weil wir anderen helfen irgendwie, weil wir andere voranbringen. Nur weil es nicht jeder so sieht, müsst ihr nicht euch die Meinung von anderen aufzwingen lassen. Falls ihr euch irgendwie ein Haus bauen wollt, dann geht ihr ja auch nicht zum Friseur und fragt ihn, wie man eben Architekt wird oder sonst was. Der hat ja keine Ahnung davon. Deswegen fragt doch nicht Leute nach ihrer Meinung zum Thema Network Marketing oder zu unseren Produkten, die sich doch nicht mal die Zeit nehmen wollen und sich mit den Produkten für eine Minute auseinanderzusetzen, ja, die sich einfach nur ein doofes YouTube-Video angeschaut haben oder 3, 4 dumme Kommentare irgendwo bei Google gelesen haben. Das macht doch gar keinen Sinn, ja. Fragt mal einen Unternehmer nach seiner Meinung zum Thema Network oder Selbstständigkeit. Und jeder Unternehmer, und ich bin mir sicher, jeder hat Unternehmer in seiner Familie irgendwie oder Bekanntenkreis, wird sagen, hey, das ist ein geiles Ding, ja. Das machen wir bei uns im Business zum Beispiel. Wir sagen den Leuten, hey, wenn du 1, 2 Unternehmer Freunde oder irgendwie Verwandte in deinem Umfeld hast, frag die mal zum Thema Network Marketing oder Selbstständigkeit, ob es geil ist oder ob es geil ist, im Hamsterrad zu bleiben. Und jeder wird einem sagen, hey, es ist geil, weil die Leute sich natürlich auskennen. Die haben das Leben, diese 5%, was diese 95% der Menschen eben nicht haben, diese Schafe. Und hier ist diese Rhinozerosse, die eben ausgebrochen sind, ja, in die Wildnis und frei sein wollen, außerhalb des Systems agieren. Warum? Um das zu bekommen, was eben außerhalb des Systems ist. Und das ist eben die zeitliche Freiheit und die geografische Freiheit, ja. Zeit und Ort spielt dann irgendwann keine Rolle mehr für euch. Und am Anfang sind es nur 200, 300, 400 Euro im Monat. Aber überlegt mal, Leute, 400 Euro mehr im Monat sind 5.000 Euro mehr aufs Jahr gerechnet. Wie viel mehr Zeit müsste man hauptberuflich investieren, um 5.000 Euro mehr verdienen zu können? Viele sagen immer, ja, 400 Euro voll wenig, dafür fange ich nicht an oder sonst was, ja. Oder die sehen das einfach gar nicht, das für ein Mehrwert das eben ist, einfach 2, 3 Urlaubstage mehr, ja. Oder dieser eine Kleinwagen, Großwagen, was man sich mehr leasen kann, ja. Oder für den Kleinen, den man daheim hat, eben geile Kinderwagen oder sonst was, ja. Ich habe früher Kinderwegen und Still-BHs und alles Mögliche verkauft. Also falls ihr eine Beratung braucht. So habe ich übrigens Tanita dann irgendwann mal angemacht vor 3 Jahren, gell? Geil. Genau. Und dann war irgendwann auch das überwunden. Das heißt, irgendwann war auch diese Flamme im Keim erstickt, weil irgendwann habt ihr den Leuten bewiesen, weil die Leute erst lachen sie über euch, ja. Dann beneiden sie euch und dann wollen sie so sein wie ihr. Und irgendwann ist diese Flamme erstickt. Ich habe ein halbes Jahr lang bin ich geblieben, 6, 7, 8 Monate, konnte irgendwann sagen, hey, das wird so lange mein Fulltime-Ding. Und dann werden diese Stimmen immer leiser und leiser und leiser. Weil irgendwann sehen sich die Leute alle, dann habe ich auch was Besseres zu tun. Irgendwann, am Anfang schauen die Leute und wollen einfach euch schlecht reden, weil ihr Leben einfach zu langweilig ist und zu scheiße ist. Und deswegen muss man natürlich andere mit reinziehen. Vielleicht kennt ihr die Menschen, die sitzen in ihrem Mitleid. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Riesensumpf, ja, und die sitzen da drinnen, ihr Midlife-Sumpf und schmeißen mit Mitleid um sich und sagen, hey, komm mal hier rein, bei mir ist so schön und komm, lass uns mal mit anderen hier reinziehen in den ganzen Sumpf. Das sind so Leute, die wollen euch mit runterziehen, ja, die fühlen sich wohl in der Scheiße, in der sie baden, ja, die wollen da gar nicht raus, die beschweren sich zwar immer, aber eigentlich wollen sie gar nichts verändern, ja, und lasst euch nicht von diesen Leuten da eben reinziehen. Und dann waren diese Stimmen irgendwann ganz langsam. Und dann kam so nach und nach eben der Erfolg, die richtigen Leute kamen, wir haben Social Media angefangen, geil einzusetzen. Und dann bin ich irgendwann NMD geworden. So nach einem Jahr war das, glaube ich, 12, 13 Monate zum NMD. Und dann, als ich NMD war, ist was fürchterlich Schlimmes passiert. Und zwar sind 2 Kur-NMDs in meinem Team gewechselt. Ja. Und das war ja gerade vor 2, 3 Monaten wieder ein Riesenthema. Es war ja immer jedes Jahr irgendwie so, vor 3 Jahren war es irgendwie Kearney, dann war es Juness, dann war es TRXP oder wie die alle heißen. Und dieses Jahr war es irgendwie 4 verschiedene Firmen auf einmal, die angefangen haben abzuwerben. Vollkommen normal. Die Leute, die damals gegangen sind und immer jedes Jahr auch gehen, und das, ich kann euch locker 50 Namen aufzählen, die SSC oder höher waren bei mir, die gegangen sind. 0 von diesen Menschen, eine Person ist erfolgreich geworden, aber mit seinem eigenen Unternehmen, nicht mit Network Marketing. Ansonsten von diesen 50 Leuten, die das Network gewechselt haben, SSC oder höher bei mir im Team, ihr müsst euch mal überlegen, SSC 12.000 Euro Umsatz, ja, mal 50, was für ein Umsatz das ist, ich weiß nicht, ungefähr 600.000 sind gedroppt in den letzten 5 Jahren alleine, ja, deswegen. Niemand ist von denen erfolgreich geworden. Warum? Die Leute denken sich, hey geil, der Marketingplan ist so geil dort drüben, der Bonus ist 1 Million, die höchste Position. Dabei bekommen sie es nicht mal geschissen, irgendwie SC oder SCV zu werden. Dann bringt es doch nichts, dass der Bonus irgendwie 1 Million Euro ist, ja, wenn die Position im anderen Network noch kein Mensch erreicht hat. Ja. Zum Beispiel eine Firma mit J, die den höchsten Bonus von irgendwie 1 Million hat, aber nur eine Person das bisher erreicht hat in 10 Jahren Geschichte von denen, ja.
das bringt doch absolut gar nichts. Es bringt nichts, wenn das Produkt scheiße ist, dass der Marketingplan geil ist, ja. Und da muss man mal für uns überlegen, wie geil eigentlich unser Produkt ist. Und der Marketingplan ist vielleicht nicht der beste von den Bonusauszahlungen, aber der Bonus sollte ja auch gar kein Anreiz sein, weil der Bonus ist immer nur einmalig, ja. Es gibt eine extrinsische Motivation und eine intrinsische Motivation. Extrinsisch ist eben das, was euch extern motiviert, zum Beispiel ein Bonus. Das kommt mal kurz und das ist wieder weg, ja. Darum geht es ja gar nicht. Und intrinsisch ist das, was bei euch innen liegt, was euch von innen heraus motiviert. Und ihr solltet immer schauen, was motiviert euch von innen heraus, ja. Was sind so die Dinge, was würdet ihr machen, was würde sich für euch eben verändern mit dem Business eben, ja. Nicht, was würdet ihr mit dem Business für andere tun, darum geht es gar nicht. Weil ihr müsst erstmal schauen, dass ihr für euch eine Veränderung durchmacht, bevor ihr überhaupt anderen helfen könnt, ja, mit dem Geld, ja. Das Kind ist vielleicht was anderes, aber der Mama irgendwie das Auto abzubezahlen, sollte nicht die Motivation sein, ja. Weil ihr müsst es erstmal für euch tun können, bevor ihr das Business für andere machen könnt. Und dementsprechend ist es egal, wenn der Bonus da hinten irgendwie 1 Million Euro ist. Weil für uns oder für mich persönlich ist das Produkt, was wir haben, das geilste der Welt. Und da kann jeder für sich einfach mal sich 2 Minuten später Gedanken machen oder auch kurz jetzt sogar, wenn ihr alles Geld der Welt hättet und ihr müsstet ein Produkt lancieren im Thema Network Marketing, was würde denn am meisten Sinn machen oder mehr Sinn machen als Gesundheit, als Prävention, als jetzt gut aussehen, ja? Nothing. Da kann noch der beste Bitcoin der Welt kommen, ja? Das hält nicht langfristig. Und was haben wir denn vor? Wir wollen doch langfristig was für unsere Familie aufbauen, für unsere Kinder, die wir vielleicht später haben oder eben auch nicht, ja, aber auch 20, 30 Jahre passives Einkommen daraus haben wollen. Und der beste Bitcoin und die beste Versicherung und das, die beste irgendwie an, keine Ahnung was, gibt Zellulitencreme oder was weiß ich, was alles noch vertrieben wird, das irgendwann wird bringen, ja, wenn die Zeit vergeht, dann hat das gar keinen Sinn mehr. Aber Gesundheit wird immer den größten Sinn für die Menschen spielen, meiner Meinung nach. Gesundheit und Prävention, was Wichtigeres wird es eben nicht geben, ja. Dementsprechend sind wir da zur richtigen Zeit an richtigen Ort und die Vision, die wir ja gerade haben, Leute, und das ist immer das Wichtigste, wir reden ja viel zu wenig über die Vision. Wenn man sich mal anschaut, wie die größten Networker irgendwie jemandem das Business vorstellen, dann reden sie hauptsächlich über die Vision und den Mehrwert und den Impact, den wir für die Welt, den sie für die Welt eben machen. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, was wir für einen Mehrwert erschaffen für die Menschen. Seitdem ich dabei bin, hatten wir bei mir im Team über 180.000 Kunden, glaube ich, in etwa. Ja? Wenn man davon ausgeht, dass jeder nur 3-4 Kilo abgenommen hat, was das Normalste der Welt ist, wenn man Just Plus schafft, nimmt irgendwie, dann sind das über 1 Million Kilogramm, die wir abgespeckt haben bei mir im Team. Und das ist doch was Krasses, ja. Da kann ich sagen, hey, wenn ich nicht eingestiegen wäre, wären vielleicht Leute heute gar nicht mehr am Leben, weil die haben 20, 30, 40, 50 Kilo abgenommen, die hätten sie vielleicht gar nicht abgenommen. Vielleicht schon einige, einige hätten sich aber niemals verändert. Und das ist doch der Mehrwert, den wir ausmachen, ja. Diese Gesundheit, die wir der Welt eben bringen. Und jeder von euch kann die Welt ein Stückchen verändern, ja. Zum Positiven oder zum Negativen, ja. Es gab in der deutschen Geschichte Sachen, die sind passiert, ja, die hätte man nicht gedacht, die gingen von einer einzelnen Person aus. Also warum kann denn nicht eine Person, die hier im Zoom-Call drin sitzt, genau den gleichen Impact nur positiv auf die Welt ausmachen, ja. Darüber muss man auch mal ein bisschen mehr reden. Genau, dann sind die Leute gewechselt, 2 QNMDs. Die Hälfte meines Umsatzes wäre also gedroppt. Aber ich hätte jetzt 4 Monate rumheulen können oder ich hätte sagen können, hey, 4 Monate, die Payline, der Umsatz, der verschwindet, da die Leute ja in Raten zahlen, fange ich wieder auf. Das heißt, jeden Monat 8.000 bis 12.000 Payline wieder aufbauen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ja? Ich habe einfach geschaut, dass ich jeden Monat 3-4 SDVs mehr aufbaue. Und das waren einfach diese 5.000, 6.000, 7.000 Payline, die mir gefehlt haben. Und so habe ich den ganzen Umsatz wieder aufgefangen. Ihr könnt hinterher schauen und hinterher heulen. Die Dinge, die ihr eh nicht verändern könnt, bringt es nichts hinterher zu weinen. Dann schaut doch lieber nach vorne auf das, was ihr eben verändern könnt, was in eurer Hand liegt. Ja? Und da habe ich einfach für mich entschieden, hey, Gas zu geben und habe das Ganze wieder aufgefangen und irgendwann war einfach dieses Momentum da, wo richtige Leute dazugekommen sind. Und da ist es auch wichtig für euch, falls ihr vielleicht gerade SCVA seid oder höher oder SC und ihr habt schon ein paar Leute im Team, manchmal ist es wichtig, vielleicht gar nicht für sich weiterzumachen, sondern einfach nur fürs Team. Weil im Team lauern Diamanten, ne? Die wissen noch gar nicht, dass sie Diamanten sind, das wisst ihr nicht, wie es bei mir zum Beispiel der Fabian Voraus war, den kennt ihr vielleicht und der Fritzi aus Köln, hätte ich nicht weitergemacht. Der Fabi und der Fritz, die hätten mit Sicherheit aufgehört, ja. Aber da, so, dass ich dran geblieben bin und der Fabi auch 1 Jahr unerfolgreich war, beziehungsweise 1 Jahr sein Umsatz zurückging, ist er trotzdem dran geblieben und hat was gerockt. Und jetzt hat er einen Umsatz von 2 Millionen im Jahr. Und er wäre wahrscheinlich nicht mehr da gewesen, hätte ich damals den Kopf in den Sand gesteckt, als das mit dem Wechsel passiert ist. Und Fabi war der Mensch, den ich gefunden habe vor 3 Jahren, als diese 2 QNMDs gewechselt.
Das war für mich einfach diese aktive Entscheidung, hey, ich gebe Gas, und da habe ich Fabi angezogen. Und mein Tipp an euch ist vielleicht einfach mal, falls ihr sagt, aber ich ziehe nicht diese richtigen Menschen an oder bla 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 und ich ziehe die falschen an und die steigen immer aus oder etc. Macht euch einfach eine Liste mit den Attributen, die ihr an einem Partner schätzen würdet, die euch wichtig sind. Ja? Schreibt auf zum Beispiel, ich weiß nicht, was euch wichtig wäre, ich habe damals bei mir aufgeschrieben zum Beispiel, ist pünktlich, ja? Ist gepflegt, will alles aufsaugen wie ein Schwamm, ist lernbereit, ist immer präsent. Ja, so Sachen. Schreibt euch da 10 Attribute auf und dann fangt ihr einfach an, jeden Tag an einem Attribut zu arbeiten und das für euch umzusetzen. Ihr könnt von Menschen nicht das erwarten, was ihr selber nicht bereit seid zu investieren in das Business. Ja, you attract your vibe, you attract what you tribe oder wie man eben auch sagt, ihr zieht das an, was ihr selber eben auch ausstrahlt. Ja, dementsprechend, wenn ihr jemand seid, der super gern reist, so wie ich, dann zieht ihr Menschen an, die gerne reisen. Fabi und Fritz, die sind genauso Weltenbummler zum Beispiel. Ja. Die sind pünktlich, die haben Humor, das schreibt ihr euch eben alles auf. Die sehen immer gut aus. Fabi und Fritzi, falls ihr sie kennt, ich habe die noch nie schlecht gelaunt gesehen. Ja? Ich kenne sie persönlich nie auf Social Media, nie in echt, nie auf einem Event. Sie sehen immer nur das Positive im Leben. Ja? Und das ist ganz arg wichtig. Es bringt nichts, sich auf das Negative zu konzentrieren. Dementsprechend, ich lasse gar nicht in meinem Kopf diese negativen Gedanken zu. Und so habe ich meinen Umsatz eben aufgefangen. Dann waren einfach die richtigen 1, 2, 3 Linien da. Und dann war irgendwann eben der PMD da. Und wichtig ist eben auch, bevor man sich zum Beispiel, bevor man eine Position erreicht, kurz bevor man sie erreicht hat, dass man sich immer die nächste Position setzt, immer das nächste Ziel, immer weiter denkt, immer weiter, weiter, weiter und weiter und weiter. Ja? Und ich habe persönlich für mich damals so eine Haters-Liste noch gemacht, relativ am Anfang. Da habe ich all die Namen aufgeschrieben von all den Menschen, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren, das ist Schneemann-System, ja, das ist, keine Ahnung, du wirst da Geld verlieren und whatever und whatever und whatever. Und jedes Mal, als ich irgendwie Depri war und dachte, es klappt nicht am Anfang und es läuft mal wieder nicht so, wie es sollte, habe ich auf diese Liste geschaut und habe mir gedacht, hey, jetzt erst recht, ja. Jetzt genau, weil dieser Wichser da draufsteht und sich einen Monat über mich lustig gemacht hat, höre ich nicht auf, ja, sonst schäme ich mich doch raus, da rauszugehen eben. Genau wegen solchen Menschen bin ich dran geblieben. Das war das, was mich angetrieben hat, dass niemand mir sagen kann, was ich erreichen kann oder was nicht. Ihr seid die einzigen Menschen, die bestimmt, was ihr schafft und was ihr eben nicht schafft, ja. Hab mir diese Tür auf mein Kinderzimmer damals geklebt und die erste Person, die drauf stand, war Umkreis meiner Familie. Onkel, Tante, ja, meine Eltern. Und das hat mich jedes Mal motiviert eben. Genau. Ja, Tanita, soweit mal zu meiner Story. Du bist krass, Junge. Was ist los mit dir? So. Du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dich höre, wirst du krasser. Ja, eigentlich hast du schon, also wir haben ja so ein paar Fragen aufgestellt gehabt und eigentlich hast du schon super viel davon einfach aufgegriffen in dem, was du gesagt hast, nämlich zum Beispiel, das mit dem Dream Bigger, also dass man sich echt immer das nächst höhere Ziel setzen sollte, ja, also hört auf, euch immer klein zu machen, hört auf, immer zu denken so, ja, den SCV, ich weiß nicht, ob ich den schaffe und den SC weiß ich auch nicht, ob ich den schaffe, nein, einfach davon ausgehen, dass man diese Stufe schafft, weil ansonsten werdet ihr die auch nicht schaffen. Wenn ich immer daran zweifle, das ist wie wenn der Luis auf ein Klettergerüst klettert, ja, oder wenn er davor steht, dann sagt er auch nicht, Mama, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, ne? Weiß ich nicht. Nein, der geht einfach hin und klettert hoch. Der macht sich gar keine Gedanken, weil der geht davon aus, dass er es schafft. Und genau so müsst ihr halt auch denken. Das hat Andi ja eh schon gesagt. Und genau, was der Antrieb ist oder was dein Antrieb damals war, und ich weiß, das ist immer individuell, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, dass man sich das auf jeden Fall aufschreibt nochmal. Ja. Was war dein Antrieb damals, wenn es mal nicht so gelaufen ist, dass du weitergemacht hast? Hast du ja gerade gesagt, die Haterliste zum Beispiel. Und genau, also wenn man so Tiefpunkte hat, also wie wichtig ist es, sich das aufzuschreiben mal, was ist mein Antrieb? Ja, meine Leute, wichtig ist zu verstehen, dass Tiefpunkte vollkommen normal sind. Die habe ich, die hat Tanita, das gehört zum Game dazu. Das ist wie dieses Licht und Schatten, ist vollkommen normal. Das Wichtige ist, dass wenn man es weiß, dass man sich jedes Mal da rausholen kann, dass es einfach dazugehört, ja. Sonst weiß man ja nicht zu schätzen, was man eben hat, vollkommen okay. Setzt euch, jetzt ist ein geiler Zeitpunkt, das ist Anfang des Jahres. Schreibt euch eure Ziele auf, im Detail, was ihr mal erreichen wollt. Schreibt euch einen Brief an euch selber. Hey, heute ist der 31. Januar
der 31.12.2019, also in einem Jahr fast, ja. Ich habe das und das und das erreicht. Ich wache morgens auf, fühle mich so und so, drehe mich um, neben mir liegt, keine Ahnung, der Mann, die Frau meines Lebens, ja. Im Auto steht das neue Auto, in der Tiefgarage steht das neue Auto. Ich konnte meinen Hauptjob kündigen im Januar, im, keine Ahnung, April, bla bla bla. Alles ganz genau mal aufschreiben. Das habe ich damals für mich gemacht. Ich habe mir selber einen Brief geschrieben auf ein Jahr, auf 5 Jahre, nee, auf 90 Tage, auf ein Jahr und auf 5 Jahre. Und den auf 5 Jahre, den habe ich dann immer, den habe ich nicht immer aufgemacht, den habe ich 2-mal aufgemacht, ja, als ich aufhören wollte wirklich. Und habe mir selber durchgelesen, was habe ich mir eigentlich für Ziele im Leben gesetzt, wo möchte ich eigentlich hin, und habe mir das mal durchgelesen. Ja, ich wache auf, das und das und das will ich erreichen. Und ich war an dem Punkt, wo ich aufgeben wollte. Und als ich das gelesen habe und es war terminiert auf jetzt von 5 Jahre, habe ich mir gedacht, Alter, jetzt muss ich das Ding in der Mitte zerreißen, ja. Jetzt nehmt ihr euren Brief, Wünsche und Träume, wo alles draufsteht, wie euer Leben ablaufen soll, und zerreißt es in der Mitte. In diesem Moment hätte doch mein Leben keinen Sinn mehr gehabt. Da, ich habe doch mein Leben in dem Moment aufgegeben, sozusagen. Ja? Ich würde nur noch mich dem System unterordnen, einfach nur überleben in dieser Welt, aber nicht mehr leben. Und das wollte ich nicht. Und jedes Mal, das heißt jedes Mal schon wieder, 2-mal wollte ich das machen, und dann habe ich es mir durchgelesen, dann kamen mir Tränen in die Augen, und dann habe ich den Brief wieder weggepackt und hingelegt. Ja? Und heute, 5 Jahre später, sind so viele Sachen in Erfüllung gegangen, was ich eben aufgeschrieben habe, und immer unterbewusst. Man schreibt das auf und man denkt gar nicht mehr dran, und irgendwann nach einem Jahr macht man es auf und ist sich bewusst, was eigentlich passiert ist, weil ihr werdet unterbewusst, unterschwellig werdet ihr zu euren Zielen hingetragen, weil ihr automatisch dann härter arbeitet, werdet ihr da hingetragen. Und jetzt 5 Jahre später, ich habe vor ungefähr 1,5 Monaten meine allerersten Millionen mit Just Plus verdient. Und das hätte ich damals nicht gedacht. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Ich will mit 25 eine Million verdient haben. Und das wusste ich gar nicht mehr, bis ich vor einer Woche, bevor ich nach Dubai geflogen bin, vor 10 Tagen, diesen Brief geöffnet habe. Und da stand, bevor ich 26 Jahre alt werde, nach 5 Jahren Network Marketing, habe ich meine erste Million verdient. Und das war damals, überlegt euch mal, als SCV habe ich mir das geschrieben, oder als SCV auf dem Weg zum SC war ich, glaube ich. Das war utopisch für mich, ja. Aber unterschwellig wurde ich eben hingetragen. Meinen Eltern wollte ich die Wohnung zurückbezahlen. Wir waren jetzt in Malediven, etc., etc. All die Ziele, die ich mir gesetzt habe, sind in Erfüllung gegangen. Und das hätte ich mir damals nicht zu träumen gewagt, ja. Dementsprechend vollkommen normal, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es auch dazugehört, ja, dass man dieses Pendel, wie Dennis Gompertö immer sagt, einmal ausholen muss. Das Pendel muss einmal durch die Scheiße gezogen werden mit ganz, ganz viel Schwung, und dann lässt man los und dann kommt es, fliegt alles nach vorne, und da oben, da wollen wir ja alle hin. Ja. Deswegen einmal durch die Scheiße ziehen, vollkommen normal, gehört dazu, und boom, nach vorne. Weil ihr wollt doch ein Leben, was nicht jeder haben möchte. Dann müsst ihr doch bereit sein, ein bisschen mehr zu leisten als das, was man sonst eben kennt. Und falls es nicht der Fall bei euch ist, dass ihr nicht dieses besondere Leben wollt, auch vollkommen okay, ja. Selbst wenn es diese 1, 2, 300 Euro mehr sind, ist doch geil, ja. Aber dann lasst euch doch nicht unterkriegen, weil ihr wisst im Herzen, ihr tut was Gutes, ja. Und am Anfang ist es halt, man investiert gerne ein bisschen mehr Zeit, und hinten raus ist das Einkommen aber viel, viel mehr. Es dauert halt einfach ein bisschen länger. Genau. Genau, ein bisschen Geduld für Großes. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen vergleichen, als du angefangen hast mit dem Business oder in den 10 Monaten, wo du halt, sag ich jetzt mal, arbeitslos warst, ne, oder so eher am Limit gelebt hast. Ich meine, ich kenne das ja von mir selber. Mhm. Wie war dein Leben da, also auch so emotional und von deinem Mindset her, und also wie hast du dich gefühlt in der Zeit, was hattest du alles oder was konntest du nicht haben, und in der Zeit jetzt, wie sieht dein Leben jetzt aus? Also wie krass ist dieser dazwischen? Ja, also was ich hatte, war absolut, ich hatte mein Kinderzimmer, ja, aber das war es dann auch schon, jeden Tag Anschluss von Mama, dass es nicht aufgeräumt war. Ich war aber jeden Tag irgendwie im Büro, was wir hatten, und habe dort gehustelt. Ja, also ich habe geschaut, einfach die Zeit, die ich mir frei zur Verfügung stellen konnte, habe ich mir zur Verfügung gestellt. Und Nonsens wie Kino, also es gab für mich, wenn ihr sagt, ihr hattet jetzt, was haben wir, hatten wir jetzt Wochenende erst? Nee, wir haben Dienstag, genau. Wenn ihr sagt, ihr wart jetzt am Samstag aus und feiern 1 Stunde oder 2 Stunden, dann hattet ihr mehr Freizeit als ich in meinem allerersten Jahr Network Marketing. Weil ich hatte überhaupt gar keine Freizeit. Ich habe mir einfach die Freizeit nicht nehmen wollen, weil es mir einfach viel zu wichtig war, alles zu investieren, um später alles zu bekommen. Ja, ich war nicht mal auf der Hochzeit von meiner Cousine. Ich war eingeladen, aber es war Convention Time in Barcelona damals, wo ich SSC war und 1 Minute auf Englisch reden durfte mit einem Text, den Lukas Spieß mir vorgeschrieben hat. Ich wusste nicht, was ich gesagt habe, weil ich konnte noch nicht so gut Englisch, aber ich
habe ihn auswendig gelernt, ja. Und ich bin nicht auf diese Hochzeit gegangen. Und es gab so einen Stress dann. Ein Jahr wurde nicht mit mir geredet. Ich wurde nicht auf Geburtstage eingeladen, zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag wurde mir nicht gratuliert, ja. Und dann nach einem Jahr, als meine Cousine ihr Kind bekommen hat und dann irgendwie Taufe oder sonst was, weiß ich, anstand, wurde ich eingeladen. Und da war ich, glaube ich, NMD oder so. Und zu der Zeit hatte ich einen Jaguar F-Type R mit 550 PS gefahren, der über 100.000 Euro kostet. Bin dann mit diesem Unterbewusst mit dem Auto hingefahren zu der Taufe. Hab ganz vorne in der ersten Reihe geparkt, weil ich stolz wie Oscar war, aber unterbewusst alles. Ich wollte nicht provozieren oder sonst was. Keiner hat was gesagt. Außer mein Onkel hat gesagt, der Kofferraum ist ja viel zu klein, passt nichts rein. Da habe ich mir gedacht, Alter, das Auto kostet 100.000 Euro, wenn ich will, dann hole ich mir noch irgendwie extra ein zweites oder was weiß ich was. Ja, das heißt, den Leuten müsst ihr es auch gar nicht recht machen. Mein Mindset war damals nicht on fleek, das hat nicht gepasst gehabt. Aber mir wurde damals gesagt, dein Business wächst immer nur parallel zu deiner Persönlichkeit. Ja, und ihr könnt nicht erwarten, hier im Business, und es ist ganz klar, ich weiß, dass es bei euch Frauen oder vor allem bei Team Hart früher, ich weiß nicht, wie es jetzt so ist, ihr habt mindsetmäßig nicht so viel gemacht, ja, persönlich gar keinen Angriff gegen euch, aber Bücher lesen, Hörbücher, ja, mal ein Seminar zu besuchen, ob es Tobias Beck oder sonst was ist, persönliche Bootcamps zu veranstalten, außerhalb der eigenen Komfortzone zu gehen und zu sagen, hey, Tanita, den nächsten Teamcall, den will ich mal führen und ich will da was ausarbeiten, ja, step out, einfach zeigen, dass man bereit ist und was will. Und das machen Leute bei mir ab und zu im Team, zum Beispiel Liz gerade, die oben einen Zoom-Call hat, ja, die, ihre Mädels machen das gerade so, die zeigen, dass sie wollen. Und ich habe mir jetzt dem letzten von Zoom-Call angehört, wo ich mir dachte, mein Gott, die habe ich schon seit 3 Monaten, 4 Monaten nicht mehr reden hören, die Mädels aus ihrem Team, wie krass haben die sich jetzt mittlerweile verändert. Ein Jahr lang gar nichts und jetzt haben sie angefangen, Veränderung zu wollen, ja, und selber die Veränderung zu sein. Und einfach mal zu fordern, das, was ihnen zusteht, ja, mal den Zoom-Call zu leiten oder sonst was. Das heißt, ihr müsst bereit sein, mal ein Buch in die Hand zu nehmen und zu schauen, nicht zu fragen, hey Andi, was ist dein Lieblingsbuch, ja, was bringt einen persönlich weiter, weil es gar keinen Sinn hat, wie die Top 3 Tipps, weil jeder ist an einem anderen Punkt und meine Top 3 Tipps bringen euch vielleicht absolut gar nichts, weil ihr an einem anderen Punkt seid, so einfach zu schauen, okay, was ist gerade mein Struggle zum Beispiel? Vielleicht kann ich nicht so gut mit Menschen. Dann höre ich mir an, wie man Freunde gewinnt. Ja, vielleicht bin ich nicht gerade so gut im Visualisieren und Träumen oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann lese ich, denke nach und werde reich. Ja, solche Sachen eben. Oder ein anderes Hörbuch. The Beach Money, wenn ich passives Einkommen, bla 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 verstehen möchte. Ja, Richard Purdett. Da müsst ihr für euch einfach schauen, wo seid ihr, an welchem Punkt seid ihr gerade und wo ist die Barriere, wo ist dieses Hindernis, ja. Am Anfang, mein Lieblingshörbuch würde ich jedem empfehlen, Murphys Komitee, ja, falls ihr es nicht kennt, bei YouTube ist es kostenlos drin, Murphys Komitee, ja? Da wackelt schon jemand, die haben es alle gehört, geil. Das ist so am Anfang übertrieben wichtig, wenn man die ersten Hindernisse bekommt, weil das jedem weiterhelfen kann, jeder findet sich in diesen Situationen wieder und dann muss man für sich einfach schauen, wo man eben ist und wie sich mein Leben verändert hat. Also ich hatte, wie gesagt, am Anfang, ich war immer so jemand, der konnte mit Geld gut umgehen. Ich hatte damals zwar wenig Geld, aber selbst mit 50 Euro auf dem Konto konnte ich irgendwie gut umgehen damit. Und jetzt ist es halt so, seit 3, 4 Jahren, egal wie viel Geld ich aus dem Automaten holen will, es kommt immer Geld raus. Ich war jetzt in Dubai mit Artyom und falls ihr Artyom kennt, geht bitte nicht mit ihm in den Urlaub. Ich habe 5.000 Euro in 10 Tagen ausgegeben. Ja. Also ich habe für einen Cocktail 180 Euro gezahlt. Es war einfach nur Wodka mit Cola. Komplett sinnlos. Ja, aber egal. Dementsprechend, irgendwann spielt Geld keine Rolle mehr und es ist geil, weil man super viel verändern kann. Wie es dieses Move Child Children Home ist, ja, wo die eben ein Kinderheim in Afrika unterstützen. Wir haben auch in Club W Sachen, wo wir unterstützen. Wir haben über, glaube ich, 100.000 Mahlzeiten nach Afrika mittlerweile mit Share a Meal gespendet. Das sind so Sachen, die kann man einfach bewirken. Mit den Eltern in Maldiven gewesen, die Wohnung abbezahlt, mein Papa ein Auto geschenkt, 2 Autos zu Schrott gefahren, neues gekauft. So, das sind so Sachen, ja, kann man einfach sein Leben genießen und die Welt sehen. Und ich bin so ein Mensch, ich reise unheimlich gern rum. Und wenn mein Leben zu Ende ist, Leute, und das wünsche ich jedem von euch, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt und zurückschaut über eure Schulter, ja, und euer Leben an euch vorbeiziehen seht, dann will ich, dass jeder von euch sagen kann, fuck it, ich hab's gelebt, ich hab's gemacht. Ich habe mich nicht von der Meinung von anderen irgendwie komprimieren lassen, weil am Ende, wenn wir tot sind, spielt es keine Rolle, wer was über uns gesagt hat und wer wie über uns gedacht hat. Am Ende kommt es nur darauf an, seid ihr für euch glücklich gewesen? Habt ihr für euch die Zeit genutzt, wie ihr sie nutzen wolltet? Hattet ihr eure Familie und Freunde um euch rum? Steht auf euren Grabstein drauf, er hat geliebt, er hat in mir etwas bewegt, er hat in mir etwas ausgelöst, ja? Und das sind so Dinge, die möchte ich auf meinem Grabstein draufstehen haben. Dass ich die kleine Veränderung in irgendeinem Leben war, wo zu einem massiven Change geführt hat. Und das sind doch so diese Dinge, worauf es ankommt.
Und wenn ihr auf der Bühne irgendwann seid und ihr seid NMD und ihr schaut zurück wiederum über eure Schulter und ihr seht all den Struggle, den ihr hattet, die Tränen, die ihr vergossen habt, ja, die Absagen, die ihr bekommen habt, die Kilometer, die ihr gefahren seid. Ich bin nach Dresden gefahren, 3-mal, wo ich broke war, wo ich Pfandflaschen sammeln musste, wo ich auf einer Raststätte gepennt habe, ja, weil ich kein Geld mehr zum Zurückfahren hatte und meine Eltern mir Geld überweisen mussten, was aber erst am nächsten Tag drauf war, sodass ich tanken konnte oder sonst was. Und ihr steht da auf der Bühne und wisst, ihr habt es euch verdient, hier oben zu stehen, ja, weil ihr den ganzen Bullshit mitgemacht habt. Seid ihr so stolz wie Oscar auf euch. Und das sind diese Momente, wofür es sich lohnt, nicht zu sterben, ja, aber dafür Gas zu geben eben. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich glaube... Nee, hast du nicht, Andi, aber ich kann ja mal zusammen. Es war trotzdem geil, Mann. Es war trotzdem geil. Ja, also, ja, Andi, ich krieg... Mein Lehrer hat immer auf meine Aufsätze in der Schule draufgeschrieben, Thema verfehlt. Ja, ich genau. Ich habe immer eine 6 bekommen. Ja. Und ich habe das nie verstanden, warum ich das Thema verfehlt habe. Ich habe gedacht, der Aufsatz ist doch geil, Mann. Lies ihn doch einfach. Das ist der rote Faden, der dir fehlt, aber es ist egal. Also ich kriege hier verbal die ganze Zeit Schläge über Social Media, wir sind nicht mehr Team Hart. Also weißt du Bescheid, ne? Ja. Aber ist ja auch scheißegal. Im Endeffekt, wir waren ja alle mal Team Hart. Das stimmt, was du gesagt hast und das möchte ich gerade nochmal aufgreifen, weil mir ist das übertrieben wichtig. Also ich an mein Team das übertrieben weitergegeben habe und total von euch gelernt habe, also von Andi, von Artyom und so weiter. Mit dem also ich lesen, ne, schlafe ich ein bei, muss ich euch ganz ehrlich sagen, also das kann ich nicht, bin abends zu müde, aber Hörbücher, Mann, Leute, zieht's euch rein, ne, das ist wirklich so krass, was es verändert, auch allein, wenn ihr mit einem Hörbuch einschlaft, ja, das ist auch richtig krass, also Kollege hat übrigens ein gutes Hörbuch, Andi, kennst du das? Mhm. Ja, da gibt's ganz viele Schimpfwörter, ja, aber okay. Aber sag gut. Mal, vom Big FM hören wird keiner reich oder so. Also nein. Auch die ersten 1-2 Jahre war bei mir Radio verboten. Es war immer irgendwie ein Hörbuch drin oder verbunden über Bluetooth und Hörbuch auf Audible. Leute, Audible ist genauso teuer wie Netflix, 9,99 €. Ihr habt jeden Monat 1 oder 2 Credits, wo ihr euch ein Hörbuch dafür runterladen könnt, kostenlos, ja. Und das ist der größte Mehrwert überhaupt. Netflix deinstallieren und Audible irgendwie hören oder holen. Ja, ist auch so. Und auf YouTube gibt es auch super viele Ausschnitte, auch von GoPro und so. Man findet auch voll viele Sachen auf YouTube. Und das ist auch wieder diese 10 Euro zu investieren in das eigene Business und in das eigene Mindset, ja. Und eigentlich, was ich gefragt hatte, Andi, war, wieso, also ich kann das ja mal beantworten, weil ich weiß ja selber, wie das auch bei mir war. Ja, damals, als ich gestartet bin, auch nur im Business und so war das, glaube ich, auch bei Andi, war das Mindset low, war die Emotion low irgendwie. Man hatte keine Energie, man hat sich schnell über kleine Sachen aufgeregt, ja. Man war nicht so open-minded. Man war nicht so offen, wenn Menschen was anderes gemacht haben oder vielleicht irgendwie andere Menschen anders gehandelt haben, als man selber gehandelt hätte, ja. Und man hatte gar nicht so ein Mindset, ja. Und jetzt ist es nicht nur, dass Andi überall hinreisen kann, wo er will und 5.000 Euro in 10 Tagen ausgeben kann für einen scheiß Wodka-Cola, der wahrscheinlich noch scheiße geschmeckt hat, ja. Ja, genau, und sondern es ist auch, also jetzt mal abgesehen von der finanziellen Freiheit, die man vorher nicht hatte, ja, es ist einfach diese gedankliche Freiheit, ja, diese Mindset-Freiheit, dieses Unfassbare, egal welche Menschen ich treffe und egal wahrscheinlich auch welche Menschen du triffst, ich spreche für uns beide, man nimmt die einfach so, wie die sind, man will die gar nicht verändern, man regt sich nicht auf über die, die machen das und das ist voll in Ordnung und die sind anders als man, aber es ist voll in Ordnung und man denkt viel größer, ja, ich denke gar nicht daran, dieses 0815 Leben, jemals wieder zu führen. Niemals mehr in meinem Leben, ja. Und ich weiß, dass jeder aus meinem Team das auch niemals mehr im Leben führen muss, wenn er hier eine Entscheidung trifft und Gas gibt. Und das ist einfach dieses, man ist nicht nur mental, emotional, und man geht einfach, man steht auf, man ist gut drauf, ja. Man hat nicht mehr dieses, ach scheiße, jetzt muss ich das und das machen und das und das. Nein, das Leben ist einfach geil, Leute. Das Leben ist einfach geil in diesem Business. Und es ist halt so, man ist nicht mehr so low vom emotionalen her, nicht mehr so low vom finanziellen her, nicht mehr so low von der Zeit her, sondern man hat alles einfach so auf, keine Ahnung, Upgrade-Level 1 Million gemacht. Gute Laune kostet exakt 0 Euro. Und ich habe einfach damals immer geschaut, mit wem verbringe ich meine Zeit. Ihr kennt alle den Spruch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich habe damals geschaut, dass 30% meiner Zeit mit Leuten ist, die schon da sind, wo ich hin möchte, ja. Und jeder, der auf mein Social Media 5 Jahre zurückgeht, der sieht am Anfang, ich war nur mit Timo Bauer, Sim und Lukas unterwegs, weil Timo war so an dem Punkt, der war einfach schon da, wo ich eben hin wollte und von dem habe ich massiv viel gelernt am Anfang. 30% habe ich dann meiner Zeit verbracht mit Menschen, die schon da sind, wo ich war eben einfach, um gemeinsam aufs nächste Level zu kommen. Und 30% meiner Zeit habe ich mit Menschen verbracht, die
unter mir waren, um die aber wiederum hochzuziehen, ja, einfach die Leute mit hochzunehmen. Und Tanita, du weißt so, wenn wir unterwegs sind, so niemals schlechte Laune. Schlechte Laune ist verboten. Jeder, der in meiner Gegenwart negativ redet, der kriegt von mir eine gescheuert oder der muss irgendwie 100 Meter sich weiter wegstellen. Das ist einfach verboten. Wenn du nichts Positives über einen Menschen zu sagen hast, dann sag doch einfach gar nichts. Dann sparst du dir doch einfach. So einfach, wo ihr die Energie hinlenkt, Aufmerksamkeit folgt der Energie eben. Ja? Und dementsprechend schenkt dem Ganzen doch keine Energie. Investiert das Ganze lieber in euch. Investiert keine Energie in Fernsehen schauen oder Handy scrollen. Schaut mal in euren Einstellungen, ja, im iPhone oder in Android, wie viel Prozent eurer Zeit ihr in welchen Apps verbringt. Und Leute, wisst ihr, ihr könnt mal in den Chat reinschreiben, was sollte eure Nummer 1 App sein, prozentual von der Zeit her, wo ihr am meisten Zeit verbringt? Facebook, Instagram, keine Ahnung. Schreibt mal rein, was ihr denkt. WhatsApp, Facebook, Insta. Ja. Ja. Ich habe es einmal gelesen. Und zwar, wo entsteht der Umsatz? Im Messenger. Entweder in WhatsApp oder im Messenger. Ja. Warum? Weil dort findet das Gespräch statt. Entweder per WhatsApp-Telefonat oder Messenger-Telefonat oder Schreiben oder sonst was. Wenn ihr Facebook 30-40% habt oder Instagram, dann macht ihr was falsch, Leute. Das heißt, ihr scrollt zu viel, ihr liked zu viel oder ihr, keine Ahnung, was ihr da macht, ja. Vollkommen verkehrt. Das sollte andersrum sein. 30-40% sollte Messenger sein. Dort findet die Aktion statt, ja. Dort finden die Gespräche statt. Dementsprechend müsst ihr das umdrehen, ja. Da einfach ein bisschen gucken, wie ihr das Ganze eben gestaltet. In den Einstellungen, bei den Apps, irgendwo sieht man das. Kannst du einfach mal googeln, ich weiß es jetzt nicht. Und Janine, das zum Thema Beispiel vorher, sich die Information selber zu besorgen. Oh, gedisst. Versenkt. Du Assi. Nein. Ein Herz. Ich kann damit umgehen. Krieg mal Janine alle ein Herz rein. Ja. Janine haut gleich zurück, glaube ich. Genau. Ja, geil. Also ich habe hier jetzt gar keine Frage mehr stehen, aber vielleicht hat noch jemand irgendwas, was richtig krass brennt, aber bitte keine unnötigen Fragen, Leute. Ich weiß, Fragen sind niemals unnötig, aber jetzt nicht so, wie machst du deinen Kunden oder sowas, sondern irgendwas, was essentiell ist, weil der Andi macht genauso Kunden, wie wir auch Kunden machen. Es gibt da eigentlich gar keinen Unterschied zu dem, was Club. Ja, ich weiß nicht, ob ich genauso Kunden mache wie ihr. Ja, Andi. Ich mache seit 3 Jahren keine Kaltakquise. Ja, ich mache immer nur Beziehungsebene. Und meine ersten 3 Fragen, wenn ihr einen Kunden habt, ich gebe es euch halt an die Hand trotzdem, falls ihr es nicht so macht. Ja. Was ist dein Ziel? Was hast du ausprobiert? Und was glaubst du, ist der Grund, dass du bisher schon gescheitert bist? Es ist wie bei einem Date. Wenn ich mich mit Tanita daten sollte, irgendwann mal, dann lasse ich Tanita von sich zuerst erzählen. Weil wenn ich der bin, der sofort Informationen raushaut, dann schaltet Tanita irgendwann ab und denkt sich, next. Ja? Aber wer fragt, der führt. Und die Qualität eurer Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Und wenn ich die richtigen Fragen stelle, bekomme ich die richtigen Antworten. Das heißt, wenn ich frage, was ist dein Ziel, erzählst du mir von deinem Ziel, dann frage ich, was hast du bisher ausprobiert? Dann weiß ich, dass sie schon mal Almaced gemacht hat, Crash Diet, Jokebe, keine Ahnung, was weiß ich was, Punkte zählen. Und dann frage ich, warum glaubst du, bist du bisher gescheitert? Erzählt sie mir, ja, keine Ahnung, weil es war mir zu nervig, Punkte zählen, mein Essen sah nur noch nach Punkten aus oder ich hatte einen Jojo-Effekt oder mir hat ein Ansprechpartner gefehlt. Und mit diesen 3 Fragen habe ich doch alle Informationen, die ich brauche. Weil wenn ich dir dann von unserem Konzept erzähle, ja, und ihr irgendwie ein Video rausschickt oder vom Shake erzähle und was man eben alles dazu bekommt und Tanita mir sagt, oh nee, ich hatte doch schon mal so einen Shake und der hat nicht geschmeckt oder whatever, oder da hatte ich einen Jojo-Effekt, dann kann ich sagen, also Tanita, pass mal auf, dann wäre es dir wohl besonders wichtig, wenn du überhaupt in Erwägung ziehst, den Shake zu nutzen, Einwandsbehandlung nennt man das Ganze, Leute, dass der Shake dir super gut schmeckt oder dass du keinen Jojo-Effekt hast, und du sogar die Sicherheit hast, das Ganze 2 Wochen lang zurückzuschicken zu können, falls es dir nicht schmeckt. Oder liege ich da falsch? Tanita kann doch nur noch Ja sagen. Ja? Das heißt, ihr wisst die Einwände, ja? Dann erklärt ihr es, die Person nennt euch trotzdem irgendwie einen Einwand, weil vielleicht irgendwas nicht passt. Und dann sagt ihr, also wäre es dir besonders wichtig, dass ... Einwand nicht so ist. Oder, weil es ist ja der Grund, warum sie es nicht machen will. Aber wenn das ja nicht so ist, gibt es ja keinen Grund mehr. Ja? Dementsprechend Einwandsbehandlung. So mache ich meine Kunden. Und deswegen ist meine Quote, ich verschicke 10 Videos, ich habe meine 8 Kunden und mehr brauche ich im Monat auch nicht machen. Ja? Genau. Doch, ihr müsst mehr Kunden machen.
Ihr müsst mehr als 8 machen. Ihr müsst 20. 8, 9. Diskussion beendet. Spaß. Aber ja, genau, das sage ich halt auch immer, ne? Immer dieses individuell auf die Leute eingehen, einfach zu gucken, okay, was brauchen die, wo kommen die her und was ist das Ziel? Das ist das Wichtigste. Du kannst nicht Texte rausschicken und jeden gleich abklappern, weil dann wird auf jeden Fall keiner abschließen. Also immer auf einer individuellen Basis. Auch immer gucken, hey, wo kann ich bei der Person anknüpfen? Also hat die irgendeine Gemeinsamkeit mit mir, ja? Das macht Andi ja auch ganz krass, dass er einfach zum Beispiel auf Stories reagiert und sagt, ey, geile Schuhe, die habe ich auch oder keine Ahnung, cooles T-Shirt. Immer einfach einen Anhaltspunkt finden, ja, wo die Leute einfach, wo du dich mit identifizieren kannst, egal ob es jetzt eine Mama ist, du auch Mama bist oder ob du, keine Ahnung, im Einzelhandel arbeitest aktuell noch und diejenige auch, ist egal, aber versuch einfach eine Vertrauensbasis zu finden, ja, und das ist das Wichtigste und deswegen muss es immer individuell sein, es darf niemals immer das Gleiche sein. Ja. Weil man sagt immer, eine Person braucht 7 Punkte, bis sie eine Kaufentscheidung trifft, 7 Gemeinsamkeiten. Und eine Gemeinsamkeit fängt an mit einem Steckbrief auf Facebook oder Instagram zum Beispiel. Wenn zum Beispiel ich und Anita am gleichen Tag Geburtstag haben, tschüss, sind wir uns sympathisch, oder? Automatisch, ja. Wir kennen uns nicht. Ja? Dann haben wir zum Beispiel beide gearbeitet beim Kaufland. Oh, noch ein Checkpoint, ja, noch eine Gemeinsamkeit. Wenn man so 7 Gemeinsamkeiten hat, zum Beispiel das gleiche Hobby, oder man hat ein Kompliment gemacht zu der Radlerhose oder whatever, ja. Umso mehr Checkpoints man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person eine Kaufentscheidung trifft, ja. Dementsprechend auch eure Biografie ist wichtig. Das ist eure Visitenkarte, ja, in Facebook eben. Euer Opener. Und wenn das nicht passt, dann könnt ihr noch den besten Leitfaden haben. Matt, guck mal ganz kurz, Leute. Matt, ich sag euch was, ja, weil ich hasse es einfach und ich sag's in jedem Call. Facebook hat einen Algorithmus. Wenn ihr 100 Nachrichten am Tag rausschickt und euch zeigt es an, dass die Nachricht rausgeschickt wurde, ich sage euch was, die Nachricht wird nicht rausgeschickt. Es gibt nämlich, das sieht man in Facebook, einen Punkt und es gibt einen blauen Haken, das heißt, Nachricht ist zugestellt. Und wenn ihr mehr als 8-mal denselben Text, wo gewisse Keywörter im Text vorkommen, rausschickt, dann erkennt Facebook, es ist eine kopierte Nachricht und eingefügt, es ist Spam. Euch wird nicht angezeigt, dass die Nachricht nicht zugestellt wird. Ihr bekommt ganz normal, ihr seht es, als ob es zugestellt wird, aber es wird nicht zugestellt. Die Nachricht wird erst zugestellt, falls ich jemals zufällig auf Tanitas Profil gehen sollte und auf Nachricht klicke, dann habe ich Tanitas Spam-Nachricht zu sehen, bekomme ich zu sehen. Dementsprechend bringt das absolut gar nichts, 100 Nachrichten am Tag rauszuschicken. Früher ging das. Mittlerweile, seit 3 Monaten geht das nicht mehr durch. Ja? Deswegen machen wir auch nur noch Gemeinsamkeiten, über Interessen, ja, ein Kompliment erlassen, Like mit Fragestellung. Das mache ich immer auf Facebook so. Like, Kommentar, Fragestellung. Ja? Wo hast du die Radlerhose her? Wo hast du das Snowboard her? Ja, keine Ahnung. Das ist mir auch ganz arg wichtig für das Thema Network Marketing, dass wir sowas auf ein Minimum reduzieren könnten. Ja, übertrieben gut, auch mit dem Adden, das klappt ja nicht mehr so gut, deswegen kann man auch extrem gut immer über Geburtstage gehen, wie Andi jetzt gesagt hat, dass man einfach mal herzlichen Glückwunsch wünscht, da muss man ja nicht jedes Mal Happy Birthday schreiben, man kann ja auch mal alles Gute schreiben oder so, also einfach ja, keine dauerhaften Texte rausballern. Genau. Ich glaub, das falls ihr zu Geburtstag gratuliert, immer auch nur nachträglich, weil wenn Tanita heute Geburtstag hat und sie 500 Nachrichten bekommt, dann bringt es nichts, dass ich ihr schreibe und was hast du heute vor oder whatever, weil ich kann gar kein Gespräch aufbauen zu dem Moment, weil sie heute Geburtstag hat und sie hat 1000 andere Sachen zu tun, außer bei mir einen Shake zu kaufen. Ja. Ja. Oder wenn ich am nächsten Tag ihr schreibe und ich schreibe ihr nicht, ich kenne sie nicht, aber ich schreibe ihr zum Beispiel, weil wir befreundet sind, Facebook oder auch nicht, und ich schicke ihr aber eine Sprachnachricht. Damn, die denkt so, Alter, mein Tag ist vorbei, kein Mensch denkt an mich. Und dann kommt Andi Krause mit einer Sprachnachricht und wünscht dir alles Liebe. Die denkt, Mashallah, wer ist Mirko? Ja. So. Sitzt der gerade eigentlich ums Eck? Kriege ich nachher Ärger? Du kriegst Schläge von dem 5. Nein, Andi, alles gut. Wir sind alleine heute mit 190 anderen. Okay, 102. Ja, okay. Hat noch jemand eine extrem wichtige Frage? Aber danke auch, dass du auf dieses Kundending eingegangen bist. Ne? Geil. Ja, genau, noch mehr auf eingehen. Ihr könnt mich alles fragen, Leute. Ja, fragt ihn alles. Ihr könnt reinschreiben oder euch freischalten. Ah, nee, freischalten könnt ihr euch gar nicht. Aber nee, wenn ihr bitte rein. Ich mag das nicht, wenn man persönlich zu mir spricht. Nein, Spaß. Kennt ihr, ich bin so ein Mensch, wenn ich mir eine Voice schicke und mir eine Voice zurück, ich denke so, boah, schreibt mir doch einfach, gar keinen Bock an. Ja. Die Videos sind wahrscheinlich individuell im Team einfach, ne?
Ja, also wir haben ja unser Just Plus Video, was wir vor 3 Jahren abgedreht haben. Es hat 500.000 Klicks, unser 90-Tage-Wunschgewicht. Das verwenden einige. Ich habe ein eigenes Video, wo ich persönlich innerhalb von 9 Minuten den Leuten kurz erkläre, um was es geht, weil ich finde es immer cool, wenn die Leute mich selber hören, wenn ich mit den Leuten schreibe. Das würde ich euch auch empfehlen, es ab einem gewissen Level selber mal zu versuchen. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber es reicht vollkommen aus und es ist sogar noch viel sympathischer, als wenn es professionell abgedreht ist. Ja, da könnt ihr eure eigene Story reinpacken oder sonst was. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr 5 Kunden, also 5 Gespräche gerade führt, verschickt vielleicht 3 Videos und macht aber selber 2 Telefonate. Genau das gleiche im Business. Habt ihr 5 Gespräche fürs Business, verschickt 3 Videos oder ladet 3 Leute auf Zoom-Calls ein, aber macht 2 selber davon. Weil in dem Moment, wo ihr es selber macht, lernt ihr selbstständig dazu. Ja, ihr wächst persönlich weiter. Und ihr könnt irgendwann mal, wenn ihr ein Event habt oder vielleicht einen Zoom-Call selber plant, seid ihr auf einem ganz anderen Level, weil ihr einfach dieses freie Sprechen gelernt habt, weil ihr lernt, wie man auf Fragen in einem Telefonat individuell reagiert und ihr könnt euch den Leuten immer anpassen, ja. Deswegen versucht nicht immer nur dieses Rad zu nehmen und weiterlaufen zu lassen, sondern einfach ein Stückchen von euch selber immer einfließen zu lassen, weil die Leute, die folgen euch, weil ihr seid, ja, weil sie euch sehen möchten und nicht, weil Tanita versucht zu sein wie Lukas Spieß oder sonst wer, ja. Genau. Ja, diese individuellen Videos und deswegen, das sage ich ja auch immer, Leute, ne, hört auf, irgendwie ewig lange Texte zu schicken, weil ganz ehrlich, kein Schwein liest sich durch sekundäre Pflanzenstoffe, blablablu. Aber wenn du in dem Video einfach präsent bist, wenn du, und das muss man natürlich nicht als DVH machen, dafür haben wir ja Videos, ne, die ihr einfach von mir zum Beispiel raussenden könnt oder von Dani, aber wenn ihr in dem Video zu sehen seid, ja, dann wissen die Leute, okay, die sind real, die sind da und das ist nicht irgendeine Massenabfertigung und irgendein Text und irgendeine Fake-Scheiße, ja. Und das ist halt wichtig, dass ihr den Leuten einfach von Anfang an Vertrauen gebt mit eurer Sympathie, Empathie und Ausstrahlung, ja. Ja, es geht eben immer um Emotionen im Business, nicht in dem nur IQ, ja, weil es juckt keinen. Ich habe gar keine Ahnung, was in Just Plus drin ist. Also irgendwie würde mir gesagt, ja, es wurde Obst und Gemüse rausgenommen. Ich weiß es nicht, so keine Ahnung. Interessiert mich auch gar nicht. Es geht darum einfach, was ihr den Leuten für einen Mehrwert rüberbringt. Und das Produkt ist letzten Endes trotzdem geil, egal was drin ist. So. Yes. Genau, und die Leute starten meistens gar nicht wegen dem Produkt, sondern wegen euch, genau. Ja. Ja. Okay. Eigentlich findet es jeder geil, was wir machen. Nur die Leute wissen es noch nicht, weil es ihnen noch nicht richtig rübergebracht worden ist, ja. Ist so, ein Nein ist niemals ein Nein, sondern noch ein Impuls nötig, ne, Andi? Genau, richtig, ja. Und Bushido hat gesagt, Zeiten und Situationen ändern sich. Und von dem her, wenn irgendwann mal auf der Arbeit abgebaut wird oder die Frau ist schwanger und der Mann nimmt mit zu oder sonst was, dann weiß man, ah, okay, da ist die Jessica, ja, die postet die ganze Zeit. Oh, die schreibe ich jetzt doch mal an, vielleicht, ja, weil die ist dran geblieben oder so. Ja, bis zum Genau. Okay, nächsten eine Frage machen wir noch. Mal. Dann schreibe ich dir die Rechnung, Tanita, für den Zoom-Call. Nein, Kein Problem. Ich zahle vegan. Ah, nee, kann ich ja nicht mehr bei dir, Andi. Spaß. Laufen? In die Toilette. Ja. Ich drehe die Kamera. Ich Nein. laufe jetzt. Noch eine Frage, Leute. Ansonsten entlassen wir den Andi für heute. Hey, wir müssen noch Fotos machen. Also. Falls ihr Fotos gemacht habt und auf Instagram postet, verlinkt mich. Traveling Entrepreneur. Aber nur, wenn der Andi gut aussieht, ne? Und falls ihr coole Klamotten braucht, auch auf meiner Merch-Seite, könnt ihr alles kaufen. Nee, kauf ihn nicht, weil das klingt Ja. Ist wie. egal, ja, ist doch geil. Ich Spaß. war übrigens, ich war vorgestern, hatten wir eine Yacht gemietet und waren vor dem Atlantis Hotel und das war, boah, ich kann euch nur sagen, also wir haben jetzt Dubai Incentive, ich weiß nicht, wie sehr ihr das promotet. Ich habe Tanita vorher mein Video geschickt, was ich davor gedreht habe, das kannst du ja mal reinposten. Das Ding ist ja mal gigantisch. Also, boah, das ist ja, wir werden da mit Privatjets hingeflogen, wo auf den Flugzeugen Just Plus draufsteht. Das muss man sich mal geben, was für ein kranker Scheiß das ist, ja. Dementsprechend, also wirklich, falls ihr den Plan habt, NND zu werden, dann. Das lohnt sich. So, da ist eine Frage, glaube ich, benutzt du die Gesprächstechniken von Carsten Beirut? Achso, nee, da habe ich geschrieben. Nee, kein, ich weiß nicht, wer Carsten Beirut ist. Aber ich bin sicher, er weiß, wer Andy Krause ist. Was? Nein, okay, cool. Also machen wir ein Foto. Was machen wir immer? Wie ist Team Hard Rebel ein gebrochenes Herz? Weil wir alle Wir Single-Frauen können doch sind? alle den Mittelfinger zeigen. Ich dachte, weil wir alle Single-Frauen sind. Das ist ein Spaß. Okay, was, wie macht ihr denn? Habt ihr sowas? Wir strecken alle die Zunge raus an die. Echt? Nee, keine Ahnung. Macht Könnt ihr ihr machen, das ist doch auch mal sympathisch. das? Ja, warte, 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 ich muss Foto machen. Okay. Und du Okay. klickst dann durch die Seiten und machst die Fotos. Yes.
Sir. Eins, zwei, drei. Also. Warte. Ich muss weiter. Wir haben 8 Seiten, Leute. Die Zunge muss lange draußen bleiben. Andi, dich habe ich schon. Du kannst die Zunge rein. Moment. Jo, das ist die 4. Seite. Ich glaube, hier hat keiner mehr Bild an. Okay, die. Okay, ready. Okay, guys. Vielen, vielen Dank, Andi, mein Schatz. Dankeschön. Ich sende dir den Zoom und ja, Küsschen aufs Nüsschen. Ne? Instagram verlinken nicht vergessen, ganz wichtig. Bye, bye. Ciao, ciao.